Sichtbarkeit und Liebe, dazu mag ich dir heute ein paar drei Tipps geben. Ich bin Amata Bayerl und zeige vor allem werteorientierten Unternehmerinnen mit gigantischen Visionen, wie sie Schritt für Schritt innere und äußere Transformation schaffen, damit sie mit dem, was sie am meisten erfüllt, ein fünfstelliges Business im Monat aufbauen. Und du weniger arbeitest, mehr verdienst und vor allem dein Leben noch mehr genießen kannst. Aber jetzt zum Thema Sichtbarkeit und Liebe. Denn das ist, glaube ich, das, was tatsächlich zusammengehört. Vor allem Sichtbarkeit und Selbstliebe. Und dazu drei Tipps, denn ich erlebe immer wieder, dass Menschen unglaubliche Fähigkeiten, Gaben haben und so viel zu geben haben. Und gleichzeitig es ihnen so schwerfällt, sich zu zeigen. Und ganz ehrlich, mir ging es ganz genauso. Vielleicht wunderst du dich heute, wenn du meine Video kennst und denkst dir, was? Die rede doch einfach so. Ja, heute. Aber am Anfang habe ich mich nicht mal getraut, vor ein paar Menschen zu reden. Geschweige denn, vor die Kamera zu treten. Noch dazu, irgendwie live zu gehen oder ein Video aufzunehmen. Heute liebe ich es und ich glaube, genau um das geht es, dass du deinen Fokus so verwandelst und veränderst, dass du es liebst, mit dem, was dir wichtig ist, nach draußen zu gehen, dich damit zu zeigen, sichtbar zu sein. Und ich glaube, das gilt nämlich für jeden. Jeder von uns hat eine Aufgabe, eine Mission, einen Auftrag in dieser Welt. Das gilt es zu leben und es gilt es auch zu zeigen. Und dazu ist es eben notwendig, dass ich erstmal bei mir selber anfange. Denn, wie sagt Elmar Gruber so schön, Hauptsache mir geht's gut. Wenn es mir gut geht, geht es auch meinem Bruder gut. Und du kennst es. Wenn du schlecht drauf bist, dann ist es schwierig, die Dinge weiterzugeben mit Freude und Leichtigkeit. Ich hatte das letzten Sonntag. Da hatte ich so einen Tag, wo ich einfach, schlechte Stimmung hatte. Es hat nicht den ganzen Sonntag angehalten, denn ich habe meine Methoden und Tools, wo ich das ändere. Aber es gibt es auch bei mir. Und gleichzeitig heute Morgen, du siehst, ich war gerade noch im Pool, ich habe noch nasse Haare, aufgestanden, diese Sonne scheint, es ist ein neuer Tag startet. Ich freue mich auf diese neue Woche nach 2 Wochen Urlaub jetzt wieder einfach reinzugehen, zu teilen, das, was mir wichtig ist. Es ist dieses Thema mit mir selber, Selbstliebe. Und da ist es wichtig, sich selber anzunehmen. Sich zu erlauben, Fehler zu erlauben. Zu erlauben, unperfekt zu sein. Dass die Dinge vielleicht nicht alle so genau funktionieren. Dass ich heute hinter mir einen Strich habe. Ja, es gibt ein paar Punkte, auf die ich achte, wenn ich auf Video mache. Wenn ich mich zeige, wenn ich sichtbar bin. Zum Beispiel, dass das Licht von vorne kommt. Ja, dass man einfach mein Gesicht sehen kann. Es gibt noch ein paar andere Punkte. Und andere Dinge, ja, ich darf unperfekt sein, du darfst unperfekt sein. Dich zu akzeptieren, dich zu lieben. Denn dann ist es viel, viel leichter, nach draußen zu gehen. Wenn es einfach darum geht, das zu zeigen, das weiterzugeben, was dir wichtig ist. Und dazu mag ich dir heute 3 Tipps mitgeben. Der erste Tipp, schau morgens in den Spiegel und lächle dich an. Denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und da mag ich dich fragen, wie war das bei dir heute Morgen beim Aufwachen? Welche Gedanken hattest du heute beim Aufwachen? Und was hat dir im Spiegel entgegengeschaut? Wie sprichst du mit dir selber? Also schau morgens in den Spiegel, lächle dich an und sag dir ein paar liebende Worte. Und der zweite Tipp, wenn es um Sichtbarkeit und Liebe geht, welche Botschaft möchtest du heute mit den Menschen teilen? Was ist dir wichtig zu teilen? Ich kann dir sagen, mir ist es gerade ganz, ganz wichtig zu teilen, dass du gebraucht wirst. Du bist so wertvoll, du bist ein Geschenk für die Welt, die Menschen warten auf dich. Du wirst gebraucht, denn du hast bestimmte Gaben, Fähigkeiten, die kein anderer so hat wie du.
Die Menschen warten auf dich, du wirst gebraucht. Und gerade in dieser aktuellen Zeit, wo so viel Herausforderung gibt, ist es umso wichtiger, Menschen zu begegnen, die bereit sind, in und aus der Liebe zu leben und weiterzugeben, was ihr Auftrag, ihre Mission ist, ihre Aufgabe. Ganz gleich, ob das im Hinblick auf Beziehung, auf Gesundheit, auf was auch immer ist. Die Menschen brauchen dich. Meine Botschaft. Aber welche Botschaft möchtest du heute mit den Menschen teilen? Geh dazu mit deinem Thema heute live oder mach eine Story oder mach einen Post. Frag dich morgens, welche Botschaft möchtest du mit den Menschen teilen? Und geh raus und teile sie, denn es gibt so viel Negatives, das verbreitet wird. So viel, das nach unten zieht, das Angst machen kann und schwer ist. Geh du raus mit deiner positiven Botschaft, geh du raus und zeig das. Und das Dritte, und das kennst du von mir, wahrscheinlich schon, wenn du mich länger verfolgst, denn das habe ich im Kloster schon mitgenommen und erzähle ich immer wieder. Und es ist so banal und gleichzeitig so grundlegend. Wofür bist du jetzt gerade dankbar? Wofür bist du jetzt gerade dankbar? Ist es das Dach über dem Kopf? Ist es, dass du einfach rausgehen kannst und spazieren gehen kannst, dass du was zu essen hast, dass du heute Morgen gesund aufgewacht bist? Wofür bist du jetzt dankbar? Schreib es auch gerne in den Kommentar rein. Und vor allem teile es mit lieben Menschen. Fang an, diese Dankbarkeit nicht nur in dir zu haben, sondern sie zu teilen. Teile sie mit lieben Menschen. Mach dich sichtbar damit mit deiner Ausrichtung, mit deinem Fokus. Sichtbarkeit und Selbstliebe hängen ganz eng zusammen in meinen Augen. Und gleichzeitig ist gerade das immer wieder auch eine Herausforderung. Und ich freue mich ungemein, dass wir in unserem Friedensclub uns verbinden und vernetzen, um miteinander zu wachsen, um ja eine Mastermind für die Menschen, die wirklich in Fülle und aus der Fülle heraus leben wollen und diese Freiheit leben wollen. Und da immer wieder sich zu verbinden, um noch mehr in und aus dieser Fülle zu leben. Ich wünsche dir jedenfalls einen traumhaft schönen Tag. Ich wünsche dir ein glückliches und erfülltes Leben. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über ein Abo oder wenn du es teilst mit deinen Freunden. Wir sehen uns wieder im nächsten Monat zum neuen Thema. Deine Amata aus Paraguay.